Aufnehmen. Okay, ab jetzt bitte benehmen. 50 Jumping Jacks geht's los. Über dem Kopf und hinter dem Popo berühren sich die Hände. Und wir starten. Bisschen Musik dazu. In 10 Sekunden. Los geht's. Hören Sie, Jochen? Hört Dr. mich. Nico. Oh. Das sind die Jumps. Dann 40 Ziel Jumps, jawohl. Na, das geht ja gut los hier mit den jungen Gemüse. Ja. Anfersen, 30 Wiederholungen, Arme mitnehmen. So, Sie haben jetzt Mountainclimber-Fuß nehmen die Hand 20. Boah, die Musik ist so laut. Ist nur bei mir so laut. Dann 10 Hindu-Push-Ups. Oh mein Gott. Und dann nehmen wir uns ein Gummiband oder 30 Kilo Hantel und machen 10 Squats Press, tiefe Kniebeuge und von, nee, vorne bitte, Squats Press vorne und reinsteigen, Lena, eigentlich, gell? Sonst ist er viel zu langweilig. Ah, Susis Lieblingsübung. Oje, oje. So. Dann sind wir schon mal grundsätzlich so ein bisschen aufgewärmt. Ich glaube, 7 Sit-Ups, 7 Burpees und 7 Squat-Jumps kriegen wir immer hin. Außer ihr sagt und protestiert, ihr wollt noch mehr Warm-Up machen. Dann
Die Squat Jumps stelle ich mir so vor, dass wir einen vollen Kniebeuge machen und dann einfach den Boden verlassen müssen. Das ist der Squat Jump, aber volle Kniebeugen tiefe, volle Hüftstreckung und Füße weg vom Boden. Die Burpees bitte mit geradem Körper. Ja, nicht diesen hier, sondern diesen hier. Und Sit-Ups ist eh klar. Schulter muss vor der Hüfte rauskommen. Gibt es Fragen zu diesem jetzigen Spektakel? Okay, dann halte ich mal die Uhr an und stelle die Uhr jetzt neu ein. Und da steht 2 Minuten Pause. Machen wir dann länger Pause von dem Burger? Ja, habe ich ja gesagt, dass wir dann länger Pause machen und uns dann angucken, was dann kommt. Alles klar, okay. Weil mir ist dann aufgefallen, ich müsste jetzt so viel individuell beim Timer einschreiben, da hatte ich jetzt keinen Bock. Da müsste ich jetzt 12 mal 2 Minuten eingeben und da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Deswegen machen wir einfach ein bisschen länger Pause. So, aber da hat irgendein Depp gedacht, es wird ein M-Rap und der muss jetzt noch ein E-Mom draus machen. 1 Minute und 7 Runden. Also Aufgabenstellung ist ganz einfach. Ihr müsst es einfach nur schaffen, die 7 Burpees, 7 Sit-Ups und 7 Squat-Jumps in 1 Minute zu schaffen und das 7 Mal hintereinander. Fragen? Nö, nö, nö. Warum? Okay. Dann starte ich mit der Musik und dann geht die Zeit los in 10 Sekunden. Achtung, Musik erst. Und 10 Sekunden ab jetzt. Und los geht's. Thank you.
5. Fünfte Runde jetzt. Noch drei Runden. Vorletzte Runde. Letzte Runde. Nochmal Vollgas. Very good. Irgendeiner irgendeine Wiederholung nicht geschafft? Die Burpees. Ja, da habe ich auch mal Guss 2 gemacht. Die anderen 5 habe ich mir aber dann mental schon vorgestellt, das war dann auch anstrengend. Hast du dir abnehmen lassen? Bitte? Hast du dir von jemandem abnehmen lassen? Nee, ich habe dann bei dem 8. angefangen. 8, 9, 10, 11, 12, habe bis 12 gemacht, dann waren es wieder 7, weißt du? Okay. Ja, einfach nur eine andere Zählweise. Okay, lange Rede, kurzer Unsinn.
Nächste Workout dauert 24 Minuten. Alle 2 Minuten piept die Uhr. Und ihr macht 10 Bände Sod Sprays. Ihr fangt auch mit den 10 Bände Sod Sprays an. Das Gummiband soll auf jeden Fall so stark sein, dass ihr es kaum bei der ersten Bewegung nach oben kriegt. Ja? Was? Nein, es ist... Echt? Ja. Nein, natürlich nicht. Nein, da geht es eher um die saubere Ausführung. Natürlich soll das nicht so dick sein. Saubere Ausführung heißt, also perfekte Ausführung, einfach mal mich beobachten. Ja? Wir sind in der vollen Kniebeuge und Arme sind gestreckt. Die beiden Parameter sind für mich entscheidend. Gestreckt nach oben und nicht nach vorne. Ja? Okay, 10 Mal, dann Band zur Seite und dann geht ihr in die 3 Übungen rein. Wenn ihr die 10 Sod Sprays wieder habt, es piept immer alle 2 Minuten, fangt ihr danach wieder dort an, wo ihr aufgehört habt, dass ihr nach jeder vollen Runde einen Strich machen könnt. Ja? So, Navy Seal Burpee. I show you. Jetzt wird's militärisch. Seht ihr mich alle? Ja. Also, laut Internet wird das so gemacht. Wirklich, die machen das wirklich so. Es ist wirklich so. Ja, die machen immer erst. Ja, auf, die machen das machen sollen. Deswegen machen wir Liegestütze, Bein vor, Liegestütz, Bein vor, Liegestütz, vorspringen. Mach mal bitte das 3 Liegestütze. Es sind 3 Liegestütze. Wenn die Anzahl Liegestützen richtig ist? Ja. Also es gibt tausende Variationen, aber das war die, die am öftesten vorgekommen ist, sag ich mal, unter YouTube. Wir machen ohne Bauchboxen, ne? Nee, wir machen mit. Wir machen mit. Nein, das vergessen wir doch. Das ist aber geil. Eins. Ach, Quatsch. Das sah immer so kühl aus irgendwie. Das finde ich schon kühl. Aber egal, wenn ihr nicht wollt, dann mache ich es halt alleine, ist mir doch scheißegal. Stimmt. Jetzt nochmal, erst in den Burpee oder gleich erst in den ersten Liegestütz? Also, wir gehen direkt in den Liegestütz, wir springen runter in den Hochplank, machen Liegestütz, ein Bein, Liegestütz, zweites Bein, Liegestütz, beide Beine, Sprung. Wie weit muss das Knie nach vorne? Also, ich berühre immer die Nasenspitze. Oh. Ich noch Ellbogen oder nicht? Einen noch, Jochen, mach noch mal einen. Ja, jetzt reicht aber fast. Einer geht noch. Wie, einen ganzen oder was? Ja, einen ganzen. Also ich, lass mich mal kurz reden. Ich habe gemerkt, dass ich automatisch die in den Ellbogen berühre. Das passiert einfach. Ja, also man steht gerade. Liegestütz, zack, Ellbogen. Liegestütz, zack, Ellbogen. Liegestütz, vorspringen. Hoch. Dann sind sogar 4 Liegestütze. Oh, nein, das sind 3. Nee. 3. Wenn du dann direkt in den ersten gehst, bist du schon Liegestütze. Ja klar, der erste Knie 1. Zweite Knie 2. Natürlich sind 3. Geh ich noch unten? Mache dann, dass du merkst, es sind 3. Runter. 1. 2. 3. 3. 3 und hopp. Ah, du hast recht, das waren 4. Stimmt. Ja. Der erste ist auch schon einer. Ja, es sind 3, Franzi. Es wird nicht mehr. Hast du jetzt nicht mitgezählt? Okay, es sind 3 plus 1. Okay. Okay, Susi, dann mach du mal einen Navy Seal, bitte. Dann zählt die Franzi. Ich hab's auch kapiert. Also, 1 Liegestütz, 2 Liegestütz, 3 Liegestütz. Und wo? Mehr wird's nicht. Nee, ist okay. Aber wenn dir 4 lieber sind, machst du 4. Ja? Alles klar. So, Lena, deinen möchte ich nochmal sehen, bitte. Du liegst da so gelangweilt rum, das geht gar nicht hier. Ja? Ha, guck mal, geil. Jawohl, 1, 2 und super, jawohl. Danke. Headlight. 1, 2 und hopp, 2, 3. Jawohl.
Also eine Wiederholung, immer dieser Ablauf. Hammer, Hammer, Intus. Ist, glaube ich, man ist dann drin, glaube ich, ist nicht so schwer. Wir haben ja dann viel Zeit, die Arme wieder zu beruhigen bzw. zu entlasten bei den nächsten zwei Übungen. Insofern, denke ich, können wir die dann auch immer schön flüssig durchmachen. Plank to Squat, nicht allzu kompliziert, nur hohe Planke, kurz in den Squat springen, Hände kurz lösen, aber sichtbar stehen bitte. Nicht irgendwie so flüchtig stehen, sondern hier schon kurz, dass wir sicher auf den Füßen, auf den ganzen Füßen stehen. Macht da bitte auch mal jeder fünf. Herr Jochen, ganz blöde Frage. Ja. Ich habe mit der Übung immer ein bisschen Probleme am Knie. Haben am Wochenende haben wir sowas ja auch gemacht. Was mache ich, wenn es arg zwickt? Soll ich einfach nicht so weit springen? Oder? Nee, dann springst du nicht so tief, weil ich denke, das wird dann eher die Tiefe sein, oder? Also im Squat dieses Reinspringen, dann fängt das Knie irgendwann an. Dann mach doch einfach dann den hier. Ja, dass du, zack, ja. Dass du einfach den Arsch höher lässt. Super. Ja, das ist die einfachste Option, glaube ich. Genau, und der letzte sind dann die die 8 Cossack-Squats. Da ist nur die Anforderung, dass wir oben die Hüfte strecken. Wir gehen hier mit der Hüfte und der Kniehöhe oben wieder Hüfte strecken. Also nicht hier unten irgendwo tief bleiben, sondern immer schöne Hüftstreckung. Ah, ich falle um, halt. Da frage ich mich immer, wie hättest du es gerne? Auf ganzem Fuß oder nur auf Hacke? Du machst jetzt auf Hacke, ne? Ich mache immer auf ganzem Fuß, wie sonst? Nee. Mach dann so. Der Standfuß ist immer ganz am Boden. Also ganz, auf ganzem Fuß, okay. Zeige mal deine Cossack-Squats, Susi. Nee, ich mache die jetzt aber auch so. Also der ganze Fuß am Boden hat er jetzt. Susanne, ich rede vom Standfuß. Was ist der Standfuß? Ja, immer abwechselnd. Das ist der, wo das Gewicht drauf ist. Der ist am Boden. Der andere ist mir völlig egal. Den kannst du auch am Kopf halten. Okay. Ja, aber die Tiefe muss halt stimmen. Okay. 1, 5, 8, Strich machen, nächste Runde. Bis es wieder piept. 10 Sots Press und das Ganze 12 Runden sozusagen lang. 12 mal 2 Minuten. Okay. So, ich stelle den Zeiter ein. Auch hier ganz wichtig bei dem Workout, je schneller ihr seid, umso schneller ist es vorbei. Ja? Also ihr könnt da richtig viel Zeit rausholen. Ja. Lena, du weißt schon, dass du jetzt nicht mehr, dass ich das nicht ernst gemeint habe, oder? Du hast gerade so. Okay. Na gut, dann schnappt euer Gummiband. Dann wird es jetzt ernst. Ja, leider. Schnappt euch mal ein Gummi, jetzt wird es ernst. Ja. Ohne Gummi wird das nix. Musikantenstadel startet jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß. In 10 Sekunden geht's los. Und los geht's. Zehnmal. Erde. Erste Runde geschafft. Yeah.
15 Sekunden. Und zweite Runde. Habe ich genau drei Runden geschafft. Thank you.
Oh, das wird lustig. Halbzeitrunde jetzt! Siebte Runde von 12.
your bottle of Do-Si-Do. Grab your bottle of Do-Si-Do. If I go crazy, you might be my hit, baby. Do-Si-Do that thing on me. Look how crazy she made me. Grab your bottle of Do-Si-Do. Go dance like you on video. Wir gehen in die neunte Runde. Oh.
sudden of the drop when I'm in it. Yeah, go so dumb. Everybody know what flow I'm on. You already know when I click, come through to the shit that is about to be a shot. I've been coming up high when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the time when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so dumb. Everybody know what flow I'm on. You already know when I click, come through to the shit that is about to be a shot. Letzte Runde! Eine Minute! Also, eine Runde sind 14, oder? 9 plus 5 sind 14 Wiederholungen. Das heißt, 10 sind 140. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Warte, was ist das richtig? Ja, 10. 1, 2, 3, 4. Nee, das sind schon 280. 280, 1, 2, 140. Also ich will Anzahl, nicht Runden. Oh Gott. Jede Runde 9. Kleiner Moment bitte. Mir fehlt echt Sauerstoff. Kann ich gleich eine schöne Rechenex-Episode erzählen. Fertig. Wen willst du? Lena? 267. R
X, du kannst sonst nichts. Franzi? 409. 409. Edlard? 350. 350? Ja, ich glaube. Sicher? Klingt zu wenig. Susanne? Nein, ich habe mich auch. Wie viele Runden hast du gemacht, Edlard? Das ist doch mehr als ich. Ich habe pro Runde immer 3 geschafft und an manchen. Ja, das sind doch schon. Wenn du immer 3 schaffst, dann. Also. Also ich habe immer 3 geschafft und die letzte Runde 3+1. Ich komme auf 451. Ich muss es auch mehr haben. Also, und ich könnte irgendeine Zahl sagen, das tue ich aber nicht. Ich gebe ehrlich zu, ich habe überhaupt keinen Plan. Was heißt das? Du hast keine Striche gemacht, oder was? Nee. Oh, nicht. Ich wüsste gar nicht, welche Zeit gehabt hätte. Nee. Ging nicht. War zu schnell. Husch, husch. Weg weiter. Das ist überhaupt. 500 plus. Keine Zeit zum Schnell. Aber ihr wart auf jeden Fall schneller. Also Franzi und Jochen waren auf jeden Fall schneller. Den Rest hatte ich nicht so im Blick. Also ich sag mal so, Susanne, beim nächsten Mal lasse ich die nicht so durchgehen, weil von 5 haben es 4 geschafft, einen Strich zu machen, nur du schaffst es nicht. Das sollte dir schon mal zu denken geben. Und ja, man muss es sich halt so einteilen, wenn man zum Beispiel, guck mal, ich habe den Vorteil, ich habe die Tafel, ich habe immer bei den Cossack-Squats habe ich mein Strichlein gemacht während der Übung. Aber ja, was ich an eurer Stelle gemacht hätte, wäre mein Blatt hier vorne hingelegt und bei den Plank-Squat 1 da einfach kurzen Strich gemacht. Punkt, wäre erledigt gewesen. Ja, oder alle 2 Runden, das habe ich angefangen am Anfang. Ja, und ich habe die erste Runde, habe ich gemerkt, okay, 3 sind drin und dann habe ich für meinen Kopf gesagt, jetzt versuche ich über 3 zu machen. Ja. Ja, und das hat auch geklappt. Aber meint ihr denn... Ich würde es mehr gemacht haben. Jetzt nehme ich mal, also 12 mal 3 wären das ja bei mir. Also du müsstest 504 haben, wenn du 3 Runden jeweils geschafft hast, 12 Runden lang. Ja, vielleicht habe ich mich verrechnet. Warte mal. Also, wo ist mein Taschenrechner da? Weil ich bin auch davon ausgegangen, dass ich 3 Runden geschafft habe, aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. 12 mal 3 sind 36 Runden mal 14 Wiederholungen sind 504, sag ich doch. Also, ich habe 500, ja. 505 habe ich dann, weil ich ja noch einen mehr gemacht habe. 505. Guck mal, ganz ohne Taschenrechner. Wenigstens das kann ich. Ah, das war doch auch nur geschätzt, sei doch ehrlich. Aha. Also, will noch mal jemand nachrechnen? Ach, nein. Nee, ich habe 29 Runden, das passt schon. Oder akzeptiert ihr, dass ich wieder mal gewonnen habe? Ja. Absolut. Das ist immer wichtig. Ja. Also, wenn die Woche schon so losgeht, dann ist das schon mal ein Vorteil für euch. Ja. Das stimmt. Wir müssen ihn auch nochmal gewinnen lassen an dem Montag, damit er vom Dienstag zum Dann wird der Rest der Woche meistens auch relativ gut. Ja? Also ich aber ist es nur wegen dem Burger morgen. Warum lässt du das denn nicht drin von morgens? Ja, weil das dieselbe... Warte mal. Immer dasselbe ist. Diesmal sind Backsquats.